in felsenfestem Vertrauen, in inniger Liebe, dein getreuer Vetter. Das sind doch nie im Leben die Worte eines Wahnsinnigen. Natürlich nicht, Dr. Watson. Mm-mm. Seine Majestät ist offenbar zutiefst verzweifelt. Mm-hmm. Wer wäre das nicht in seiner Situation? Ja. Aber doch augenscheinlich vollkommen Herr seiner Sinne. Tja. Das Ganze ist nichts weiter als ein infames Komplott gegen ihn. Danach sieht es aus, ja. Hat der Adressat denn, wie vom König erbeten, etwas unternommen? Er wollte, aber Prinz Luitpold wusste es natürlich gleich zu verhindern. Oh, was für eine Überraschung. Daher gab er den Brief in der Hoffnung, dass ich als Kaiserin von Österreich eher imstande sein würde, etwas zu unternehmen, an mich weiter. Ich verstehe. Immerhin tat er das. Leider hat es mein königlicher Cousin versäumt, in den letzten Tagen vor seiner gestrigen Gefangennahme dem Rat Bismarcks und seines einzigen noch verbliebenen Freundes, des Flügeladjutanten Graf Dürckheim, zu folgen. Mhm. Sie rieten ihm dringend, sich unverzüglich seinem Volk in München zu zeigen oder im schlimmsten Fall, ohne zu zögern, über die Grenze nach Tirol zu fliehen. Das hätte das Blatt noch wenden können, wage ich zu behaupten. Ja. Mhm. Aber noch ist nicht aller Tage Abend, Gentlemen. Und da kommen Sie beide ins Spiel. Aha, wir hören. Ja. Ich gedenke, den König in meiner Kutsche im Schutze der Nacht außer Landes bringen zu lassen. Aufgrund des Wappens wird es niemand wagen, diese Kutsche aufzuhalten oder gar zu kontrollieren. Noch heute Nacht? Nein, nein. Morgen in der Abenddämmerung. Dann bin ich beruhigt. Es soll alles gut geplant sein. Eben. Mhm. Das ist das Entscheidende. Es wird nur diesen einen Versuch geben. Ja. Leider ist ihm so, ja. Daher heißt es zunächst, diejenigen, die ihn gefangen halten, in Sicherheit zu wiegen. Mhm. Seine Majestät ist vorhin von mir durch einen heimlich zugestellten Brief informiert worden, morgen gegen Abend einen Spaziergang ans Ufer des Würmsees zu machen. Mhm. An das Ufer des Sees? Mhm. Die Flucht ist also nur über das Wasser möglich? So ist es. Oh. Jakob Liedl, des Königs junger und ihm sehr getreuer Leibfischer, wird ihn dort dann mit seinem Ruderboot erwarten und ihn in diesem, so schnell es geht, zu der Stelle, hinter der das Schloss umgebenden Mauer rudern. Mhm. Ich bitte Sie, meinen königlichen Vetter dort mit meiner Kutsche zu erwarten und so rasch wie möglich über die Grenze zu bringen. Mhm. Warum betrauen Eure Majestät uns mit dieser äußerst delikaten Angelegenheit? Weil ich weiß, dass ich mich auf Sie beide hundertprozentig verlassen kann. Ganz anders als auf die Geheimagenten des Kaisers. Sie werden mir doch diesen Dienst nicht versagen, oder? Natürlich nicht. Mein Dank und der des Königs von Bayern soll Ihnen auf ewig gewiss sein. Es ist gut, dass die Befreiungsaktion erst für morgen Abend geplant ist. Pfingstsonntag. Ja. Das verschafft mir die nötige Zeit, mich zuvor diskret rings um das Schloss Berg etwas umzuschauen und auch zu beobachten, was dort so alles geschieht und im Gange ist. Mhm. Hier habe ich etwas aufgesetzt, was Sie beide als in meinem Auftrag Agierende ausweist. Ah ja, danke. Nein, Mr. Holmes, Dr. Watson, ich danke Ihnen. Das Schreiben sollte Ihnen, falls nötig, auch die verschlossensten Türen öffnen. Sehr beruhigend. Ja, das ist es. Den Rest des Samstages und auch weite Teile des Sonntags sah ich nichts mehr von Holmes. Ich wertete dies als das, was es war, als Indiz dafür, dass er mit Feuereifer die Ermittlungsarbeit aufgenommen hatte. Am Sonntagabend warteten wir in der Kutsche der Kaiserin wie besprochen vor der Schlossmauer auf die Ankunft des Königs. Es war ein trüber Tag. Immer wieder hatte es geregnet. Entsprechend früh begann es zu dämmern und auch wieder zu regnen. Ach, ein deprimierendes Wetter. Das kann man wohl sagen. Oh, wie lange wir wohl noch warten müssen. Tja, es geht schon auf 7 Uhr zu. Langsam könnte er wirklich kommen. Ich widerspreche nicht. Was war das? Was meinen Sie? Haben Sie keinen Schuss gehört?
Nein, habe ich nicht. Ich könnte schwören, dass da gerade geschossen wurde. Ach, das war bestimmt nur der Regen auf dem Dach der Kutsche. Jetzt schüttet es ja wieder wie aus Kübeln. Ach, ich wünschte, der König würde endlich kommen. Ich auch. Aber wir müssen wohl noch warten. Was bleibt uns anderes übrig? Es wird auch immer dunkler. Das gefällt mir alles ganz und gar nicht. Er sollte doch schon längst hier sein. Minute um Minute verrann, ohne dass etwas geschah. Holmes wurde immer unruhiger. Ich konnte es ihm nicht verdenken. Es war gegen 20 Uhr und 30 Minuten, als es am Tor unruhig zu werden begann. Holmes stieg aus und unterhielt sich mit einem der Gendarmen. Was ist denn? Der König ist verschwunden. Wie bitte? Ja. Was soll das heißen, er ist verschwunden? Dass er nicht auffindbar ist. Aber er ist um kurz vor 6:30 mit diesem Obermedizinalrat von Gutten zu einem Spaziergang am See aufgebrochen. Seitdem fehlt von den beiden jede Spur. Aber er wurde nicht über den See hier um die Mauer herum zu uns gerudert. Ich weiß. Da ist offenbar etwas gründlich schiefgegangen. Und jetzt? Die Gendarmen suchen mit den übrigen Bediensteten und dem pflegerischen Personal den ganzen Park mit Fackeln ab. Sollten wir ihnen nicht suchen helfen? Das habe ich angeboten, aber man möchte das nicht. Oh. Einstweilen darf niemand den Park betreten. Himmel. Wir bringen jetzt erst einmal die Kutsche der Kaiserin zum Hotel zurück und kommen dann noch mal wieder. Gut. Kutscher? Ja? Zurück zum Hotel Strauch. Ist recht.